Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich hatte ich mir ja bei meiner nun 51. und damit ersten Rede hier in der neuen Legislatur vorgenommen, diese versöhnlich zu beginnen. Denn Scharfmacher gibt es ja in der Politik inzwischen genug. Vielleicht erst einmal den Mandatstext zitieren oder so mit der Rede zu beginnen. Doch ich sage ganz deutlich, liebe Herren Neu und Nolte, ich will mir später nicht selbst vorwerfen lassen, ich hätte geschwiegen, den Mund gehalten, wie vor 3 Wochen blödsinnig bei der ersten Lesung zu Sea Guardian ausgesprochen wurde. Da schwadroniert die Linke von NATO-Imperialpolitik, von geheimnisvollen Interessensphären, von deutschem Expansionsdrang. Und die Rechten da drüben wiederum verstricken sich selbst in irgendwelchen langweiligen Theorien. Einerseits sehen sie auch den Nutzen für das deutsche Volk, das Deutsche. Andererseits würde unsere Bundeswehr doch nur zum Schleuser degradiert. Und im Übrigen interessiere sie eigentlich die Menschenrettung auf See, im Mittelmeer erst dann nicht so recht. Die Logik soll man als krude Logik erst verstehen. Afrikaner, über beide Auffassungen, meine Kolleginnen und Kollegen, bin ich erschüttert. Ich bin erschüttert. Da verlieren täglich geschundene Menschen in den Tiefen des Meeres nicht nur ihre Träume, ihre Sehnsüchte, ihre Hoffnungen auf ein Leben in Würde. Nein, sie verlieren ihr Leben. Da machen sich Schleuser breit, Waffenschmuggler feiern völlig Urständ. Und was wir erleben, die äußerste Rechte und die äußerste Linke trennt nur noch der weite Sitzabstand. Bei Verteidigung und Außenpolitik zeigen sie sich als Brüder und Schwestern im Geiste. Sie blenden die Wirklichkeit aus. Sie treffen sich in alter Manie dort, wo sie am besten sind, bei Verschwörung oder, sagt man heute besser, bei alternativen Fakten. Absolute Fehlanzeige, wenn es um Lösungsansätze geht. So viel zum Versöhnlichen. Meine Kolleginnen und Kollegen, zur Sache selbst. Die Operation Sea Guardian ist jetzt und heute richtig. Sie funktioniert. Ihre Aufgaben müssen erfüllt werden. Deshalb werden wir Sozialdemokraten heute dem Mandat zustimmen und das Mandat verlängern. Doch zugleich stelle ich die Frage in den Raum, haben wir auch eine Exit-Strategie? Was erwarten wir, um guten Gewissens sagen zu können, jetzt können wir nach Hause gehen, jetzt kann es die libysche Küstenwache, jetzt können es die Libyer selbst? Oder wie integrieren wir Sea Guardian mittelfristig in die Operation Sophia? Dies wäre ein ehrliches Signal zur Europäischen Verteidigungsunion, das zumindest auch noch Ressourcen schonen würde. Und als Abrüstungspolitiker sage ich ganz deutlich, besonders der Sea Guardian-Beitrag zur Eindämmung des Waffenschmuggels ist richtig. Die Region leidet seit Jahrzehnten unter dem Krebsgeschwür der viel zu einfachen Verfügbarkeit von Kleinwaffen. Und auch das ist ein Teil der Debatte. Das ist ein Teil des Problems. Und deshalb dürfen wir nicht die Augen verschließen und so tun, als ob uns hier in Deutschland dies nichts anginge. Schauen Sie nach Libyen. Sprechen Sie mit Martin Kobler, den ehemaligen Sondergesandten. Libyen ist nicht Bautzen, Schwerin oder Oberammergau. Dies ist keine funktionierende Staatsgewalt, wie wir sie kennen. Und ohne der kann Libyen wieder zum Rückzugsort für Terroristen werden. Menschenrechtsverletzungen, Sklavenhandel stehen auf der Tagesordnung, was den Druck auf die Flüchtlinge noch weiter erhöht. Und, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Afrika liegt vor unserer Haustür, ein paar Seemeilen von Europa entfernt. Und nur die Stabilität und Perspektiven der Staaten Nordafrikas, wenn sie Perspektiven haben, aber auch im Nahen Osten und Mittleren Osten, liegen schon in unserem ureigensten Interesse. Gescheiterte Staaten in unmittelbarer Nachbarschaft wären auch Bedrohung für uns. Sonst fliegt uns der ganze Laden um die Ohren. Meine Kolleginnen und Kollegen, wir Sozialdemokraten sehen hier unsere Verantwortung, die Verantwortung Deutschlands. Unser amtierender Außenminister Sigmar Gabriel hat mit zahlreichen Projekten und Finanzmitteln am Aufbau sich eines funktionierenden Gemeinwesens beteiligt, um Fluchtursachen zu bekämpfen und Menschen Perspektiven zu geben. Dazu gehört aber auch ein kluges Migrationskonzept, Kolleginnen und Kollegen. Keine Abschottung, sondern kluges Handeln für die Zukunft. Wir Sozialdemokraten sagen dazu Einwanderungsgesetz. Wir haben es vorgelegt. Wir wollen handeln. Und, meine Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle sei mir erlaubt, unserer Bundeswehr, die im Mittelmeer hervorragende Arbeit leistet, heute einen Dank zu geben. Den Dank an die Frauen und Männer der Bundeswehr in der Heimat und in der Ferne. Oft am Rande der Belastbarkeit, am Rande der Machbarkeit. Deshalb schlicht und einfach Danke. Wir sehen Ihre Arbeit.
Wir schätzen Ihr Engagement, denn Sie stehen für eine Generation Deutscher, die konkrete Verantwortung übernimmt. Wir wissen, die Weihnachtstage werden Ihnen viel zu lang vorkommen. Doch vergessen Sie nicht, Soldatinnen und Soldaten, die Frauen und Männer, viele Menschen, der Deutsche Bundestag wird an Sie denken. Passen Sie auf sich auf, kommen Sie gut wieder heim in den Kreis Ihrer Lieben. Ihre Gesundheit und das Miteinander sind letztlich das Einzige, was zählt. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Karl-Heinz Brunner hat für die SPD-Fraktion die Aussprache eröffnet über die Verlängerung des Mandats für den Bundeswehreinsatz im Mittelmeer. Es stehen ja dann anschließend 4 weitere Mandate zur Diskussion. Für die Unionsfraktion jetzt Roderich Kiesewetter. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In dieser Adventszeit debattieren wir mit 7 namentlichen Abstimmungen 7 Einsätze, die wir mit großer Nüchternheit, Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit betrachten sollten. Gerade die Operation Sea Guardian zeigt, dass wir als Parlament handlungsfähig sind und dass wir der Regierung Handlungsfähigkeit geben durch unsere namentlichen Abstimmungen und auch unseren Soldatinnen und Soldaten den Rücken stärken. Wichtig ist aber auch, dass wir nach außen in die Öffentlichkeit ein Zeichen eines handlungsfähigen Parlaments setzen. Das ist uns als CDU/CSU sehr, sehr wichtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade die Operation Sea Guardian zeigt, was tatkräftiges Engagement einer Regierung und auch eines Parlaments über die Jahre bewirken kann. Fast 15 Jahre war dies eine Operation im Rahmen Artikel 5, also Selbstverteidigung der NATO. Durch deutsche Diplomatie und viel Werbung innerhalb der NATO-Partner ist es gelungen, daraus eine Mission ganz neuer Art zu machen. Entscheidend ist aus meiner Sicht, sind 2 Bereiche. Erstens, dass wir gemeinsam zum Lagebild im Mittelmeer beitragen, denn sowohl im nördlichen Afrika als auch im Nahen Osten sind erhebliche Umbrüche festzustellen, und wir müssen dies auf Seeseite mitgestalten. Zweitens ist diese Mission ganz entscheidend, um Partner aus dem Nahen und Mittleren Osten und aus dem nördlichen Afrika einzubinden, sie auszubilden, sie an die Sicherheitskultur Europas heranzuführen. Denn nur gemeinsam werden wir die Herausforderungen, die von internationalem Terrorismus und Migration herrühren, bewältigen können. Und deshalb ist die Operation Sea Guardian von uns zu unterstützen. Wir als CDU/CSU möchten hier sehr klar dafür werben. Erlauben Sie mir aber, dass ich 3 Punkte anspreche, die über diese Mission hinausgehen und die die 7 Einsätze in diesen Tagen betrachten. Erstens. Es handelt sich um eine Mission der NATO, die aber eng abgestimmt mit der Europäischen Union sein muss. Hierbei sollten wir sehr stark daran denken, dass wir unsere eigenen sicherheitspolitischen Interessen abstimmen müssen mit dem Vorgehen der Europäischen Union und der NATO. Das führt mich zum 2. Punkt. Spätestens seit der Rede Macrons an der Sorbonne, seit der Rede von Außenminister Gabriel letzte Woche bei der Körperstiftung und durch das tatkräftige Engagement unserer Verteidigungsministerin bei der ständigen strukturierten Zusammenarbeit wird klar, wir haben unterschiedliche Sicherheitskulturen in Europa. Frankreich setzt sehr stark auf die europäische Interventionsinitiative. Und unser deutscher Ansatz geht in den vernetzten Bereich ziviler und militärischer Fähigkeiten, in die Ertüchtigung von Partnern. Wir dürfen das nicht getrennt sehen. Wir sollten das als einen Beitrag zur sicherheitspolitischen Kultur Europas verstehen und uns intensiv darum bemühen, dass das Vorgehen Frankreichs und Deutschlands als 2 Seiten einer Medaille gesehen werden. Und das führt mich zum 3. Punkt. Wenn wir den Anspruch haben, eine Parlamentsarmee in der Bundeswehr zu sehen, dann reicht es aus meiner Sicht nicht, dass wir jährlich die Mandatsdebatten leisten, etwa 16, 2-mal im Jahr, eine Haushaltsdebatte und eine Debatte über den Wehrbeauftragten, sondern wir sollten uns auch Gedanken machen über die Erfolge der Missionen und insbesondere, wie wir diese Einsätze miteinander besser vernetzen können. Denn es geht darum, dass wir knappe Haushaltsmittel und das höchste Gut unserer Soldatinnen und Soldaten sinnvoll einsetzen im Sinne unserer politischen Interessen und einer guten, abgestimmten Sicherheitspolitik. Ich sage das auch als Oberst außer Diensten unserer Streitkräfte,
und danke unseren Soldatinnen und Soldaten. Aber mir geht es nicht darum, meiner alten Berufsgruppe zu danken, sondern umgekehrt. Ich glaube, unsere Soldatinnen und Soldaten erwarten mehr von uns, nämlich eine Evaluierung der Einsätze, eine Bilanzierung der Einsätze und eine regelmäßige Debatte im Bundestag über unser internationales Engagement. Ich halte es deshalb für so wichtig, damit wir auch unserer Bevölkerung klar machen, es geht nicht vorrangig um Militäreinsätze, sondern es geht darum, wie wir unser außen- und sicherheitspolitisches und entwicklungspolitisches Engagement miteinander vernetzen können. Und Sea Guardian ist ein hervorragendes Beispiel dafür, Lagefeststellung zu verknüpfen, Ausbildung zu verknüpfen und der humanitären Verpflichtung im Mittelmeer nachzukommen. In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich uns spannende Debatten heute und morgen und eine breite Mehrheit, die unseren Soldatinnen und Soldaten den Rücken für die Einsätze stärkt und unsere Regierung verlässlich und handlungsfähig macht. Herzlichen Dank. Roderich Kiesewetter war das für die Unionsfraktion hier in dieser Debatte über den Bundeswehreinsatz im Mittelmeer, der ja verlängert werden soll um 3 Monate. Für die AfD spricht jetzt Jan-Ralf Nolte. Er ist auch Mitglied im Hauptausschuss. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, bei den folgenden Abstimmungen eines nicht zu vergessen. Unsere Soldaten haben geschworen, Deutschland zu schützen und dafür letztlich sogar das eigene Leben einzusetzen. Diese Treue zu würdigen, heißt, unsere Soldaten nicht leichtfertig in Einsätze zu entsenden. Sie sind Schützer Deutschlands und Europas, die nicht fern der Heimat ihr Leben riskieren sollten. Natürlich sind die Bekämpfung von Waffenschmuggel und Terrorismus im Mittelmeer sowie das Vorgehen gegen Schleusernetzwerke in klarem nationalen Interesse. Warum werden für Sea Guardian trotzdem keine eigenen Kräfte entsandt, während man für Syrien, Mali oder Afghanistan jeweils etwa 1000 Mann vorsieht? Sprechen wir doch mal über die Sicherheitslage in Deutschland. Wir blicken auf schreckliche Terroranschläge zurück, müssen unsere Weihnachtsmärkte mit Antiterrorsperren und Polizei schützen und sind im Sicherheitsranking des Weltwirtschaftsforums seit 2015 um 31 Plätze nach unten gerutscht. Es ist kein Geheimnis, dass im Zuge irregulärer Migration auch radikale Islamisten und Kriminelle zu uns kommen. Diese Migration findet über das Mittelmeer statt. Sie macht unser Land heute unsicherer, entfaltet ihre wahren, unwiderruflichen Auswirkungen, aber erst in der Zukunft. Trotzdem schicken wir unsere Soldaten um die halbe Welt, anstatt sie vor unserer Haustür ihre Heimat schützen zu lassen. Bei aller Hilfsbereitschaft anderen Staaten gegenüber sind wir doch zuerst Deutschland verpflichtet. Wir stimmen heute zu. Erwarten aber, dass in Zukunft die Prioritäten richtig gesetzt und solide Einsatzgrundlagen geschaffen werden. Konkret fordere ich Sie auf, entweder die Bundeswehr oder die libysche Küstenwache in die Lage zu versetzen, Migranten nach Afrika zurückzubringen. Wir brauchen handlungsfähige Mandate und keine Lippenbekenntnisse. Ich will mit einem Kommentar zur letzten Plenarsitzung zum Schluss kommen. Dort klang mancher so, als könne man unseren Soldaten die Einsatzrealität der Mittelmeereinsätze irgendwie anlasten. Dazu möchte ich klar sagen, dass unsere Bundeswehr treu den Willen dieses Parlaments erfüllt. Loyalität ist keine Einbahnstraße, werte Kollegen. Stellen Sie sich vor unsere Soldaten und übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Beschlüsse. Jan-Ralf Nolte war das für die AfD-Fraktion hier im Deutschen Bundestag. Der debattiert über den Bundeswehreinsatz im Mittelmeer. Dieses Mandat soll verlängert werden, zunächst um 3 Monate. Denn erst dann hoffte man mal einst eine neue Regierung im Amt zu haben, die sich dann auch mit Inhalten dieses Mandats beschäftigen kann. Es wird noch dauern. Jetzt Alexander Graf Lambsdorff für die FDP. Lassen Sie mich für meine Fraktion, die Freien Demokraten, sagen, dass wir heute und morgen der Verlängerung der 7 in Rede stehenden Mandate zustimmen werden. Für uns ist das eine dreifache Verantwortung. Es ist eine Verantwortung einerseits gegenüber den Soldatinnen und Soldaten, die Rechtssicherheit brauchen für ihre Einsätze.
Es ist zum Zweiten eine Frage der Verantwortung gegenüber unseren Verbündeten, mit denen wir das gemeinsam machen, diese wichtige Arbeit. Deutschland muss ein verlässlicher Partner sein und bleiben. Aber es ist zum Dritten auch eine Frage der Verantwortung dieses Parlaments, dass wir in den nächsten Monaten die Zeit und die Gelegenheit haben, alle Mandate im Einzelnen noch einmal technisch, inhaltlich, strategisch zu überprüfen, daraufhin, ob wir ihnen auch in Zukunft zustimmen können. Deswegen will ich hier eines genauso deutlich sagen, auch wenn wir allen 7 Mandaten zustimmen werden, ist das keine Vorwegnahme unserer Positionierung für die Zukunft. Lassen Sie mich einen zweiten Punkt machen, der sich mit den Entschließungsanträgen der Kollegen von der Linksfraktion befasst. Wir sind bereit, über alle Themen zu reden. Wir sind auch bereit, Standpunkte zu diskutieren, die nicht unsere sind. Aber wir finden, dass es diesem Thema wirklich nicht angemessen ist, wenn Sie spät abends vor einer solchen Debatte 7 Entschließungsanträge einfach auf den Tisch des Hauses knallen, in der Erwartung, dass sich das Parlament damit befassen kann. Wir werden diese Entschließungsanträge daher durchgehend ablehnen. Meine Damen und Herren, das ist ein Thema, das Ernsthaftigkeit verlangt, das solide Arbeit verlangt, aber nicht hingehuddelte Texte, die uns einfach mal so auf den Tisch geknallt werden. Meine Damen und Herren, Sea Guardian ist ein wichtiges Mandat. Es ist entstanden als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September. Es war 15 Jahre lang ein Mandat auf der Basis des Artikels 5 des NATO-Vertrages. Wir als Freie Demokraten sagen, es war ein richtiger Schritt, jetzt eine Entkoppelung vorzunehmen. Das war eine richtige Maßnahme, denn es geht darum, dass wir hier Menschenschmuggel bekämpfen, dass wir Waffenschmuggel bekämpfen. Das ist eine Aufgabe, die wir auch im Rahmen der Europäischen Union mit der Operation Sophia vornehmen. Es geht um die Bekämpfung des Terrorismus. Die Änderung der Rechtsgrundlage halten wir für prinzipiell richtig. Wir wollen auch, dass die Seeraumüberwachung, die Sea Guardian vornimmt, weiter fortgesetzt wird. Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, lieber Herr Kollege, dass Sie sagen, das Mittelmeer, das sei so weit weg von Europa, dass man nicht nachvollziehen könne, warum das noch im Interesse Europas sei. Genau das ist hier gerade gesagt worden. Das Mittelmeer ist ein Meer in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Das sage ich als deutscher Abgeordneter. Es ist nicht ein deutsches Küstengewässer. Aber wenn wir Sicherheit europäisch denken, dann ist das Mittelmeer unser Heimatmeer, in dem wir eine besondere Verantwortung wahrzunehmen haben, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich mit einem schließen, das will ich hier auch ganz deutlich sagen. Viele Soldatinnen und Soldaten sind über die Weihnachtstage im Einsatz. Sie werden von ihren Familien schmerzlich vermisst werden. Wir als Freie Demokraten, aber ich glaube, das gilt für das ganze Haus, senden die besten Weihnachtsgrüße an alle Soldatinnen und Soldaten im Einsatz und an ihre Familien und wünschen von Herzen ein friedliches Weihnachtsfest. Herzlichen Dank. Alexander Graf Lambsdorff für die FDP-Fraktion, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Mitglied im Hauptausschuss, also einer von denen, die in diesen Wochen hier schon richtig rundum gefordert sind von den Parlamentariern. Es gibt eine Anmerkung. Danke erstmal. Herr Kollege, ich wollte Sie schon darauf aufmerksam machen, ich halte es eher für ein Problem, dass alle anderen Fraktionen keine Entschließungsanträge zu diesem wichtigen Thema vorlegen, eine inhaltliche Positionierung umfangreich vornehmen. Ich will zum Zweiten jenseits der Inhalte Ihnen schon noch etwas sagen. Es ist im Bundestag so, dass man Entschließungsanträge selbst eine Minute, eine halbe Minute vor einem Tagesordnungspunkt hier einbringen kann. Deswegen heißen sie auch Entschließungsanträge, dass man kurzfristig auf Entwicklung antworten kann. Dritter Punkt, ja, genau, richtig. Ich wollte ja nur darauf hinweisen. Und der dritte Punkt, auf den ich Sie aufmerksam machen möchte, ist der, dass wir solche Fragen in der Fraktion vorher diskutieren. Und aufgrund der verkürzten Sitzungswoche fand die erst gestern statt. Danach ist Ihnen der zugeschickt worden. Und deswegen will ich Sie nur darauf aufmerksam machen, es ist sinnvoll, Entschließungsanträge einzubringen, um eine Positionierung, um eine inhaltliche Darlegung unseres Abstimmungsverhaltens vorzunehmen. Und da können Sie sich ja was von abgucken und das auch machen. Und vielleicht vorher in der Fraktion diskutieren. Wir machen das auch. Man muss auch in der Lage sein, solche Entschließungsanträge bei Mandatsverlängerung, da geht es nicht um irgendetwas, muss möglich sein, 1,5 Seiten pro Mandat vorher wohl lesen zu können bei so schwerwiegenden Entscheidungen. Das nur zur Erklärung der Abläufe hier. Jan Korte, der erste parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion. Und jetzt noch mal Alexander Graf Lambsdorff dazu. Herr Kollege Korte, ich kann Ihnen versichern, dass die Fraktion der Freien Demokraten diese Fragen genauso intensiv diskutiert wie Ihre. Punkt 1. Punkt 2, dass es sich um eine
Dass es sich um eine plötzliche Entwicklung handeln soll, auf die Sie spontan reagieren mussten, das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Die Mandate laufen, zum Teil seit vielen Jahren, und wir wissen seit Wochen, dass heute die zweite und die dritte Lesung stattfinden. Dass das Ganze denn über Nacht vorgelegt wird, ist in meinen Augen eben nicht Ausdruck von Ernsthaftigkeit. Man kann die Dinge vorab diskutieren, man kann die Texte zirkulieren, man kann dann ernsthaft debattieren. Das ist der Anspruch, den wir an die Arbeit hier stellen, gerade wenn es um die Mandate geht. Wir finden, dass Ihre Arbeit diesem Anspruch nicht gerecht geworden ist. So, das war ein kleiner Disput über Sinn und Zeitpunkt der Veröffentlichung von Entschließungsanträgen. Jetzt geht es weiter über den Einsatz in Afghanistan der Bundeswehr. Katrin Vogler für die Linksfraktion. Sie ist übrigens 2001 aus der SPD ausgetreten, weil es damals eine geschlossene Unterstützung für den Einsatz in den Krieg in Afghanistan und die Entsendung von Bundeswehreinheiten dorthin gegeben hat. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Heute und morgen legt uns die geschäftsführende Bundesregierung ganze 7 Bundeswehreinsätze zur Verlängerung vor. Beraten wurden diese Mandate nicht in ordentlichen Sitzungen des Auswärtigen und des Verteidigungsausschusses, sondern in einem sonderbaren Konstrukt namens Hauptausschuss, das die 5 anderen Fraktionen hier im Haus gegen die Stimmen der Linken eingerichtet haben. Und man könnte diesen Hauptausschuss auch durchaus den Ausschuss zum schnellen Abnicken von Bundeswehreinsätzen nennen. Wissen Sie, Herr Grosse-Brümmer, Sie können sich auch wieder hinsetzen und ein bisschen zuhören, dann hören Sie mal ein paar Argumente. Ich bin sehr grundsätzlich gegen diese Bundeswehreinsätze. Aber im Gegensatz zu Ihnen allen, finden meine Fraktion und ich, dass die viel zitierte Parlamentsarmee und dass die Soldatinnen und Soldaten, die dann jetzt über Weihnachten im Auslandseinsatz sein werden, dass die ein ordentliches parlamentarisches Verfahren in dem vom Grundgesetz vorgesehenen Ausschüssen verdient hätten. Und nun zum Mandat Sea Guardian. Das Vorgängermandat Operation Active Endeavour wurde hier 2003 beschlossen. Begründet wurde es damals mit der Terrorismusgefahr nach dem 11. September 2001 und ist seitdem immer wieder verlängert worden. Und jetzt gibt es seit letztem Jahr dieses neue Mandat unter einem neuen Namen und einer neuen Grundlage und einem noch weiteren Aufgabenspektrum. Und, Herr Brunner, es gibt eben keine Exit-Strategie. Diese Regierung hat keine Exit-Strategie, und das ist ein Skandal. Sie wollen damit unter anderem unerwünschte Migration bekämpfen. Der Antrag der Bundesregierung nennt das Menschenschmuggel. Dabei gäbe es viel wirksamere Mittel, zu verhindern, dass das Mittelmeer weiter zum Massengrab wird. Schaffen Sie legale Migrationsrouten, damit die Menschen nicht ihr Leben aufs Spiel setzen müssen, um nach Europa zu gelangen. Und ich sage Ihnen auch, natürlich brauchen wir Seenotrettung, solange immer noch verzweifelte Menschen auf seeuntauglichen Booten versuchen, das Mittelmeer zu überqueren. Aber viele Nichtregierungsorganisationen zeigen doch, dass man das auch ohne Militär leisten kann. Und was denen fehlt, das sind Ressourcen. Der vorliegende Antrag veranschlagt 1,8 Millionen Euro für 3 Monate allein für die deutsche Beteiligung an Sea Guardian. Damit, sage ich Ihnen, könnte die Zivilgesellschaft doch einige Rettungsschiffe ausstatten. Und das andere, was die Seenotrettung vor Libyen behindert, das ist die sogenannte libysche Küstenwache, die Hilfsorganisationen mit Gewalt daran hindert, diese Menschen zu retten. Genau diese Küstenwache soll aber im Rahmen dieses Mandats trainiert werden, und das finden wir unerträglich. Und wenn wir über regionale Instabilität reden, um die es in dem Mandatstext hier auch geht, dann müssen Sie doch mal begründen, wie eine Marinemission an den Ursachen dieser Instabilität ansetzen kann. Mir fehlt auch die kritische Auseinandersetzung damit, was denn der Einsatz militärischer Gewalt getan hat, um diese Instabilität hervorzubringen. Gerade im Fall Libyen waren es ja NATO-Staaten, mit denen die Bundesregierung bei Sea Guardian zusammenarbeitet, die mit dazu beigetragen haben, dass Libyen so aussieht heute, wie es eben aussieht. Meine Damen und Herren, die Linke glaubt nicht, dass dieses Mandat den hier vielfach vorgebrachten Zielen dienen kann. Deshalb fordern wir ein Ende der Beteiligung der Bundeswehr an Sea Guardian. Setzen Sie sich in der EU und in der NATO dafür ein, die Militäroperationen im Mittelmeer zu beenden. Und holen Sie unsere Soldatinnen und Soldaten nach Hause. Sagt Katrin Vogler für die Linksfraktion. Es geht um den Bundeswehreinsatz im Mittelmeer hier. Und jetzt kommen noch 2 Redner. Zunächst eine Rednerin, Franziska Brandner für die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich
vorne ranstellen, dass wir für jedes Menschenleben, das unsere Soldatinnen und Soldaten retten, sehr dankbar sind. Das ändert aber trotzdem nichts daran, dass wir eine zivile Seenotrettung brauchen, weil es eigentlich die Aufgabe der zivilen Kräfte ist, Seenotrettung vorzunehmen. Und eigentlich, wenn wir über Seenotrettung sprechen und permanent über Libyen, dann wundere ich mich doch, ob wir wirklich über das richtige Mandat reden. Es ist doch schließlich hier nicht Eunavfor Med Sophia auf der Tagesordnung, sondern Sea Guardian. Aber die permanente Diskussion über Libyen zeigt ja eines der Probleme dieses Mandats auf bei Sea Guardian. Sea Guardian soll Eunavfor Med Sophia unterstützen. Aber was ist eigentlich genau der Unterschied? Was soll denn genau Sea Guardian im Unterschied zu Eunavfor Med machen? Wo ist der Unterschied zwischen diesen zwei Mandaten? Das ist absolut nicht klar. Und das ist einer unserer Hauptkritikpunkte an dem vorliegenden Mandat. Und der zweite Kritikpunkt, den wir haben, ist, dass, wenn Sie die Frage stellen, welchen Zweck erfüllt diese Mission Sea Guardian wirklich, dann finden Sie in dem vorliegenden Mandat keine konkrete Antwort. Das Parlamentarische Beteiligungsgesetz sieht im Artikel 3 Absatz 2 aber vor, dass wir Abgeordnete genau darüber informiert werden, über was sie abstimmen. Das vorliegende Mandat ist aber so schwammig formuliert, dass überhaupt nicht klar wird, was die Soldatinnen und Soldaten wirklich als Auftrag haben. Sie könnten locker mit diesem Mandat genauso auch Eunavfor Med Sophia schon abgestimmt haben. Sie können damit auch UNIFIL schon abgestimmt haben. Mehrere Mandate passen in das Mandat rein. Es ist einfach sowas von unpräzise, dass es eben unseren Ansprüchen an eine Parlamentsarmee nicht genügt, sehr geehrte Damen und Herren. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass alle Anrainerstaaten im Mittelmeer, deren Personal ausgebildet wird. Libyen haben wir unsere Kritik schon mehrfach geäußert. Aber wir sehen auch zum Beispiel im Blick auf Ägypten, dass sich das Land weit weg entwickelt von irgendwas, was noch mit Menschenrechten zu tun hat, sondern mittlerweile bereit ist, alleinerziehende Mütter, die sagen, das ist normal, alleinerziehend zu sein, dafür ins Gefängnis zu stecken. Das ist der Grad der Menschenrechte in Ägypten momentan. Sie gehen brutal im Sinai gegen alle Menschenrechtsaktivisten vor. Das ist für uns auch kein Partner, wenn wir hier über Sea Guardian sprechen. Auch das wird überhaupt nicht definiert, sehr geehrte Damen und Herren. Von daher gravierende Mängel. Wir können dem Mandat deswegen nicht zustimmen. Und erlauben Sie mir, Herr Nolte, noch eine Frage an Sie. Sie haben gesagt, die Soldaten in Deutschland sollen vor ihrer Haustür sorgen. Ja, was soll das denn bedeuten? Frankreich oder Polen? Oder meinen Sie gar im Inneren? Ja, das ist doch absurd, was Sie da hier vortragen, wie Sie deutsche Politik definieren. Das hat doch mit einer europäischen Verantwortlichkeit gar nichts mehr zu tun. Franziska Brandner für die Fraktion Bündnis 90 Grüne, die hier erklärt hat, dass die Grünen diesem Bundeswehreinsatz nicht zustimmen werden. Das ist bei anderen Einsätzen unterschiedlich. Da gibt es kein durchgängig und geschlossenes Bild bei den Grünen. Jetzt Ingo Gerlichens für die Unionsfraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der letzten Woche konnte ich den Staatssekretär Grübel begleiten und wir haben das Einsatzkontingent UNIFIL in Limassol, dort die Korvette Magdeburg besucht und danach waren wir beim 47. Einsatzkontingent im KFOR-Mandat in Pristina und Prizren. Vor Ort durfte ich der Truppe als Adventsgruß das gelbe Band der Solidarität, das des Deutschen Bundeswehrverbandes überreichen, mit der unser Parlament die Verbundenheit insbesondere mit den Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsätzen zum Ausdruck bringt. Meine Damen und Herren, man konnte spüren, dass gerade in der Adventszeit fernab der Heimat und der Familie der Dienst eine emotionale Herausforderung darstellt. Umso mehr verdienen alle Auslandseinsätze unseren allerhöchsten Respekt. Ich würde mir wünschen, dass sich alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages immer wieder vor Augen führen, dass der Beruf eines Soldaten ein ganz besonderer ist. Meine Damen und Herren, Sea Guardian leistet einen Beitrag zur Seeraumüberwachung und zu einer vernetzten Lagebilddarstellung im Mittelmeerraum. Sie dient dazu, krisenhafte Entwicklungen im maritimen Umfeld rechtzeitig zu erkennen, um diese frühzeitig zu bekämpfen bzw. ihnen entgegenzuwirken.
Schiffe, die in Verdacht stehen, eine Verbindung zu kriminellen oder terroristischen Organisationen zu haben, dürfen im Einklang mit dem Völkerrecht, aber leider nur mit Zustimmung der Flaggenstaaten auf hoher See kontrolliert und durchsucht werden. Sea Guardian kann mit anderen Missionen im Mittelmeer kooperieren. So wird beispielsweise die EU-geführte Operation Sophia, die unter anderem gegen Schleusernetzwerke vorgeht, mit einem erweiterten Lagebild und auch mit Logistik versorgt werden. Darüber hinaus werden die ständigen maritimen Einsatzverbände der NATO unterstützt. An der Mission in der Ägäis ist die deutsche Marine zurzeit mit dem Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main beteiligt. Als humanitärer Akt wurden in den vergangenen Jahren Tausende Flüchtlinge aus Seenot gerettet. Dies ist nicht die eigentliche Aufgabe von Sea Guardian, aber deutsche Marinesoldaten retten in Seenot geratene Menschen. Und im internationalen Seerecht und seemännische Tradition ist jeder Kapitän, jeder Schiffsführer auf hoher See verpflichtet, unabhängig von Nationalität, Status und Umständen bei Seenot unverzüglich Hilfe zu leisten. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es völlig inakzeptabel, wenn Redner der AfD unsere Marinesoldaten abfällig als Schleppergehilfen bezeichnen. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sicherlich nicht erklären, wie bei den Soldatinnen und Soldaten die Bezeichnung des Schleppergehilfen angekommen sind. Ich denke, alle hier in diesem Hohen Haus sind aufgefordert, ihre Worte etwas sorgsamer abzuwägen. Meine Damen und Herren, abgesehen von manch kritischen Einlassungen auch von dieser Seite des Hauses, ist Sea Guardian eine verbindende und somit eine wichtige Mission. Deshalb stimmt meine Fraktion einer Verlängerung der Mission zu. Wie bereits persönlich vor Ort gegenüber den Soldatinnen und Soldaten geäußert, möchte ich das im Namen meiner Fraktion auch von dieser Stelle aus tun. Ich wünsche allen Soldatinnen und Soldaten aus den Einsatzgebieten eine gesunde Heimkehr, vor allen Dingen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnacht und einen guten Rutsch in ein hoffentlich friedvolles Jahr 2018. Herzlichen Dank. Ringo Gerdichens für die Unionsfraktion, der war übrigens 31 Jahre Berufssoldat, bevor er dann Parlamentarier wurde. Damit ist die Debatte geschlossen. Jetzt hören wir mal kurz, wie Bundestagspräsident Schäuble hier mit den weiteren Prozedere vorgeht.